Der Trauerzug bewegt sich jetzt die ca. 200 Meter zum Ehrengrab für Gerd Bacher. Ich begrüße jetzt neben mir Kommentatorencontainer auf dem Zentralfriedhof Ernst Grissemann. Jahrzehntelang Weggefährte Gerd Bachers im ORF von 1967 an. Wenn ich all deine Funktionen aufzähle, sind wir fast schon am Ende. Ö3-Chef, Hörfunkintendant, Tiroler Landesintendant. Ernst Grissemann, es ist schwierig, nach dem, was wir jetzt gehört haben, nach diesen fulminanten Reden, da noch etwas zu sagen, was nicht gesagt wurde. Ich sehe jetzt gerade im Bild die Südtiroler Schützen, eine Abordnung des Südtiroler Schützenbundes. Südtirol, ein Thema, das Gerd Bacher sehr am Herzen lag. Südtirol ist ihm immer am Herzen gelegen, schon lange vor Beginn, vor der Installation sozusagen des Abkommens und dann auch viel später. Ich habe das immer miterleben dürfen, wenn Gerd Bacher von Wien aus nach Südtirol gereist ist, hat er mich mitgenommen meistens und wir haben dieses schöne Land bereist. Südtirol, aber auch, wo ja auch der Freiheitskämpfer Gerd Bacher durchgekommen ist, wie das gesagt wurde, dass nach dem Krieg, wo er für die Selbstbestimmung Südtirols mit vielleicht nicht allen legalen Mitteln auch gekämpft hat, wo er ja diese teils gewalttätige Freiheitsbewegung unterstützt hat. Aber es war ihm ein ganz besonderes Anliegen. Es war ihm ein besonderes Anliegen und die etwas harsche Art, wie er sozusagen hier seiner Neigung gefolgt ist, die war gar nicht dermaßen, wie man sich das vorstellt, sondern er hat an den damals etwas ausladenden Aktionen nicht selber teilgenommen. Aber er war sozusagen im Hintergrund dabei. Ich kann mich noch gut erinnern, wie 1967, da war ich schon 13 Jahre lang, bei dem, man kann nur sagen, Scherbenhaufen der ein parteipolitischer Scherbenhaufen des damaligen österreichischen Rundfunks als Sprecher tätig. Und er hat damals offensichtlich eine neue sprecherische Qualität in seinem neuen ORF gesucht und hat unter anderem auch mich gebeten, eine Sprechprobe abzuliefern bei ihm. Und ich nahm halt eine Zeitung, die gerade da lag, und hat einen Artikel aus dieser Zeitung gelesen auf Band und das wurde dann nach Wien überspielt. 10 Minuten später kam seine Antwort zurück. Es interessiert mich nicht, was irgendein Journalist aus irgendeiner Zeitung zu irgendeinem Thema seiner Meinung nach sagt, sondern es interessiert mich, ob Sie Nachrichten lesen können oder nicht. Also bitte noch einmal. Und warst der erste Chef von Ö3 und das war ja eine Kulturrevolution auch. Ist heftig bekämpft worden, war so quasi, wurde als Ende der Kultur des Abendlandes von vielen sogar bezeichnet. Ja, das war damals wirklich eine Zeit, wo wir 24 Stunden im Funkhaus waren und auch dort übernachtet haben, um Ö3 innerhalb von 6 Wochen auf die Beine zu stellen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass mich Gerd Bacher gebeten hat in sein Büro und mir einfach nur die Frage gestellt hat, interessieren Sie sich für so etwas wie Ö3 und sind Sie in der Lage, ein solches Programm aufzubauen? Und ich habe damals im jugendlichen Ungestüm gesagt, selbstverständlich, das mache ich gerne. Und so geschah es. Es war also ein großes Vertrauen, das Gerd Bacher damals in mich und in meine kleine Mitarbeiterschar gesetzt hat. Wir haben heute so viel gehört über seinen Widerstandsgeist, über seine Furchtlosigkeit und auch diese neue Unabhängigkeit, die damals eingezogen ist in den ORF, den es erst da ab 1967 gegeben hat. War das wirklich so? Ja, das war er hat es selber immer als Informationsexplosion bezeichnet, was eine Folge der neuen Unabhängigkeit war, die ihm das Gesetz gestattet hat. Das erste Rundfunkgesetz, nachdem Bacher I gehandelt hat, war ja jedenfalls nach meiner Auffassung das sicherlich beste Rundfunkgesetz mit der größten Unabhängigkeit des Generalintendanten, der als alleiniger Geschäftsführer sozusagen über die Bereiche geherrscht hat. Mit dem ersten Rundfunkgesetz war es ihm ja auch möglich, den Intendanten Weisungen zu geben. Er hat eigentlich, und das hat uns natürlich sehr erstaunt, er hat damals die Führung des maroden österreichischen Rundfunks innerhalb von einem Tag ausgewechselt und hat neue Leute an die Spitze des Unternehmens gesetzt. Wir sehen hier übrigens die Trachtenmusikkapelle Oberalm.
auch in der Nähe von Salzburg, wie gesagt, der leidenschaftliche Salzburger Gerd Wacher, der sich aber auch in Wien so heimisch gefühlt hat und jetzt in Wien seine letzte Ruhestätte auf dem Zentralfriedhof findet. Wie es André Heller gesagt hat, in der Umgebung von Persönlichkeiten, wo er sich wohl gefühlt hätte, von Helmut Qualtinger bis Leopold Figl und Bruno Kreisky. Wir sehen im Hintergrund die Gräber von Udo Jürgens und Franz West. Herr unser Gott, dein sind wir im Leben und im Tod. Wir bitten dich, segne dieses Grab. Unser Verstorbene, der darin bestattet wird, führe du ihn zur Auferstehung und zum Leben bei dir. Die Lebenden aber, die hierher kommen, stärke im Glauben an das ewige Leben in Christus, den du von den Toten auferweckt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Nun übergeben wir den Leib der Erde. Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch unseren Gerd Wacher zum neuen Leben erwecken. Thank you.
Gerd, im Wasser und im Heiligen Geist wurdest du getauft. Der Herr vollende an dir, was in der Taufe begonnen hat. Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken. Im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist Auferstehung und Heil. Der Friede sei mit dir. Durch die Taufe gehören wir Christus an und haben Teil an seinem Leben. Das bekennen wir, wenn wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr unser Gott, vor dir sind alle Menschen lebendig, denn deine Liebe ist stärker als der Tod. Wir bitten dich, tröste uns in den Zeiten der Trauer, schenke uns die Kraft deiner Liebe und stärke in uns die Hoffnung auf das ewige Leben. Gemeinsam mit Gerd Bacher führe auch uns zur Herrlichkeit des Himmels. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zum Abschluss unserer Feier empfehlen wir unseren verstorbenen Gerd Bacher und uns selbst Maria, die um ihren toten Sohn getrauert hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr, gib ihm und allen Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leucht ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
so, es beginnt jetzt die Reihe der Kondolenzbezeugungen an die Frau Gerbach, an Frau Christine Bach, an die Töchter Helga, Gabriela und Christina. Ernst Christemann, bevor wir uns verabschieden, was bleibt denn für dich persönlich aus den Jahrzehnten der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens mit Gerbach erfahren? Was von mir für mich bleibt, das ist ein Mensch, der mein berufliches Leben bestimmt hat, bis heute bestimmt hat, seine Ideen, das, womit wir uns, worüber wir uns unterhalten haben, immer wieder mal, seine Vorgaben, die er gehabt hat, seine Ideen, die er seine Liebe, nämlich den ORF, eingebracht hat, Dinge, die ich verwirklichen durfte, die er sich ausgesonnen hat. Das alles bleibt und das ist sehr viel für ein berufliches Leben. Zentralanstalt der österreichischen Identität, hat der amtierende Generalintendant gesagt, ja. Ist der ORF durch ihn geworden. Bleibt er das? Das ist zu hoffen und ich denke, dass auch Gerd Bacher sich das gewünscht hätte, dass es weit über seinen Tod hinaus so bleibt, wie er es sich vorgestellt hat. Ganz so wird es wohl nie mehr sein können, aber mehr oder weniger. Ernst Christemann, vielen Dank. Der ORF verneigt sich ein letztes Mal vor dem legendären Generalintendanten Gerd Bacher. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir danken fürs Zusehen. Das war der Abschied von Gerd Bacher auf einem Ehrengrab der Stadt Wien auf dem Zentralfriedhof. Ich danke Ihnen fürs Zusehen. Wir lassen Sie jetzt noch mit ein paar von diesen Bildern. Ich danke fürs Zusehen und wünsche einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen.